Ja, hallo, hier ist der Matthias und ich habe hier die Panasonic LS85 Lumix Kamera mit 8,1 Megapixel. Die wollte ich euch mal zeigen, die habe ich von Cyberport gekriegt. Ja, zur Kamera, steht schon außen drauf, ist Silber, kommt mit 8,1 Megapixel, wie gesagt, hat hier so eine Gesichtserkennungsfunktion, kann Empfindlichkeit automatisch einstellen, damit wird halt geworben. Optischer Zoom und Mega DIS ist so eine Anti-Schüttel-Funktion. Ich packe es einfach mal aus. Zuerst beginne ich mit einem eine Liste mit den Zutaten sozusagen, die drin sein müssen. Die CD, ein Handbuch, natürlich die Kamera selber, Akkus bzw. Batterien, hier in dem Fall sind Batterien dabei, und dann wenig Zubehör. Das ist das Kabel, denke ich mal. Ja, da kommt uns auch schon die Bedienungsanleitung entgegen. Packen wir das mal aus hier direkt auf Deutsch, die habe ich mal ausgepackt. Und einmal hier zur Software, so wird man es besser sehen. Und das Papier, hier sind zwei CDs, guckt mal drauf, das ist ein Zettel, der mir gar nichts sagt. Da steht CD-ROM oben drauf, das ist das einzige, was man da lesen kann. Hier sind nochmal die Bedienungsanleitungen in unserer Garantiebeschreibung, in allen möglichen anderen Sprachen. Und dann gehen wir mal zu den CDs hier. Da ist zum einen dabei die Treiber-Software für die Kamera, LS85, damit man die halt auf dem Rechner, mit dem anderen Rechner anschließen kann. Ich weiß nicht, wundere mich zwar ein bisschen, vielleicht die meisten Betriebssysteme erkennen die Kamera vielleicht auch so, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe es einfach immer mit der Speicherkarte gemacht. Hier sind nochmal Treiber für USB 1.0 drin, warum auch immer. Die Kamera hat USB 2.0 Anschluss und das Programm Photo Fun Studio 3.0 drauf und hier nochmal Pilot USB, auch ein USB Treiber und QuickTime ist auch noch drauf, zur Not, falls man das nicht von Apple ziehen möchte oder kein Internet hat. Hier ist noch so ein Beschreibungszettel, so eine Werbung, die war in der Kamera selber, die habe ich abgemacht. Dann hätten wir noch ein Kabel anzubieten, das die Kamera mit dem Computer verbindet natürlich. Das hat auf der einen Seite ganz normalen USB-Anschluss und auf der anderen Seite ein, ich komme ein bisschen näher, vielleicht sieht man es. Naja, das sieht aus wie Mini-USB, ist aber kleiner, also Mini-USB. Ich weiß nicht genau, was das soll, was da der Sinn ist. Vielleicht kosten die Kabel ja 35 Euro, wenn man sie nachkaufen muss oder so, ich weiß es nicht, ich verstehe das auch nicht so ganz. Ich hätte gerne einfach, dass die Kamera dann auch mit dem Kabel, das ich schon von anderen Geräten habe, mit Mini-USB-Anschluss womöglich an den Rechner angeschlossen. Aber es ging halt nicht. So, hier kommen wir mal zur Kamera. Hier waren übrigens noch die zwei Batterien drin, die habe ich schon eingebaut. Das weiße Tütchen schützt die Kamera nochmal vor Verkratzungen oder sowas. Ja, und das ist auch schon. So sieht es aus, die Lumix LS85 von Panasonic. Und ja, wie gesagt, Batterien sind schon drin. Jetzt komme ich einfach mal ein bisschen näher. Ich zeige euch die ein bisschen aus der Nähe.